Willkommen beim Handwerk und zur aktuellen Ausgabe von HWK TV. Heute aus dem Bauzentrum der Handwerkskammer in Koblenz. Und hier werden zurzeit Tischlerlehrlinge fit für ihre berufliche Zukunft gemacht. Um die Arbeit mit Holz geht es auch in unserem ersten Beitrag. Es ist die Geschichte eines Fachwerkhauses mitten im Hunsrück. Erbaut im Jahre 1848, wird es nun komplett wieder neu aufgebaut. Eine Herausforderung, der sich Familie Pelz stellt und natürlich bei deren Bewältigung das Handwerk eine große Rolle spielt. Ein Haus mit Geschichte. Vor genau 160 Jahren wurde dieses Fachwerkhaus in Wickenroth das erste Mal bezogen. Der kleine Ort im Hunsrück, rund 10 Kilometer nördlich von Eder-Oberstein gelegen, ist seit 2 Jahren Heimat der Familie Pelz. Auf der Suche nach einem neuen Domizil fiel die Wahl auf das historische Gemäuer am Ortseingang. Von Anfang an war klar, hier muss einiges handwerklich verändert werden, damit aus dem leerstehenden Bauernhaus ein Wohntraum wird. Klar war auch, zuerst sollten die ehemaligen Stallungen zum Wohnen hergerichtet werden. Dann Stück für Stück das Haupthaus auf Vordermann gebracht werden. Und was wir jetzt gemacht haben in dem Haus, ist eigentlich eine Entkernung. Es ist eigentlich in der unteren Etage komplett alles rausgekommen, bis auf eine Wand, die erhaltungswürdig war. Alle anderen Wände mussten leider raus, weil die Fußfetten kaputt waren im Fachwerk. Bei den umfangreichen Arbeiten wählte die Familie mit 3 Kindern eine Kombination aus Eigenleistung, der Beratung durch die Handwerker dabei und Aufträge an das Fachhandwerk bei Arbeiten, die man nicht selber durchführen kann. So wurde aus der Mutter und Hausfrau Esther Pelz eine Bauleiterin, die auch selber kräftig mit anpackt und sogar die Dachdeckerarbeiten auf ihrem Traumhaus nicht scheute. Dadurch, dass ich mitgearbeitet habe am Bau, denke ich, dass ich mir schon Respekt verschafft habe und dass dementsprechend die Handwerker auch auf mich reagieren. Also wenn ich irgendwas zu bemängeln hatte, war das nie ein Problem. Oder wenn ich eine Frage hatte, warum so etwas so gearbeitet wird und nicht anders gearbeitet wird, ist mir nie jemand komisch gekommen und hat gesagt, ach, ist doch klar. Oder ich weiß das schon besser, ich bin ja schließlich der Handwerker, das ist nie passiert. Das war eigentlich immer so, dass es ein Miteinander war. Einige Handwerker zählen heute quasi zur Familie, so Patrick Holzhäuser. Die Frau Pelz, die hat sich gut geschlagen, also die hat die Zange zur Hand genommen beim Bewährungseisenflechten, die hat geholfen, Stahlstützen stellen, also sie war immer mit dabei und man hat schon gemerkt, dass sie doch mit vielen Handwerkern schon zusammengearbeitet hat bei ihrer Baumaßnahme hier und ist schon eine sehr gute Kraft gewesen. In die Sanierung und Restaurierung der historischen Immobilie wurde vom ersten Tag an auch das Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege der Handwerkskammer Koblenz in Herstein eingebunden. Hier haben sich Bauherr und Handwerker wichtige Tipps für die Arbeiten geholt, aber auch Informationen zu finanziellen Zuschüssen durch Land und Bund erhalten. An dieser Stelle gibt es den aktuellen Tipp in HWK TV. Am 23. Oktober beginnt im Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege ein Lehrgang zum Restaurator im Handwerk in den Gewerken Maler, Tischler und Maurer. Ein Lehrgang, den auch Bauunternehmer Patrick Holzhäuser nutzen will. Denn die Nachfrage an Modernisierung und Bausanierung bestehender Immobilien steigt kontinuierlich. Dafür steht auch die Mehrzahl der Aufträge, die Patrick Holzhäuser und seine 11 Mitarbeiter übernehmen. Bauen im Bestand ist im Kommen. Die Erstellung von Neubauten geht momentan immer weiter zurück. Darauf hat sich das Beratungs- und Schulungsangebot des HWK-Zentrums in Herstein eingestellt und bietet eine Reihe von Leistungen für Handwerker, von dieser Entwicklung zu profitieren. Eine Informationsveranstaltung dazu findet am 25. September statt. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.hwk-koblenz.de unter den Rubriken Standorte wie auch Weiterbildung. Handwerk im ländlichen Raum, dafür steht die Zusammenarbeit der Familie Pelz mit ihren Handwerkern. Denn die kommen alle aus den benachbarten Ortschaften. Auf die Stärkung des Handwerks im ländlichen Bereich zielen auch die Fördermaßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz ab. Im jüngsten Koblenzer Gespräch zwischen Wirtschaftsminister Hendrik Hering und HWK-Hauptgeschäftsführer Dr. Karl-Jürgen Wilbert ging es auch um dieses wichtige Thema. Die Landesregierung macht viel, unternimmt viel, um den ländlichen Raum attraktiver zu machen. Die wirtschaftsfreundliche Kommune ist gerade ausgezeichnet worden. Können Sie einen Handwerker ermuntern, auf dem Dorf, im Dorf sich wieder selbstständig zu machen? Ich kann ihn ermuntern, weil wir sehr viel in ländliche Räume investieren werden. Rheinland-Pfalz ist ein ländlich strukturiertes Bundesland. Die meisten Menschen wohnen im ländlichen Raum. Und wir sind wirtschaftlich deswegen so erfolgreich, besser als andere Bundesländer,
weil uns gelungen ist, für eine gute Entwicklung ländlicher Räume zu sorgen. Das wollen wir fortführen. Ich habe ja vor einiger Zeit eine Regierungserklärung zum ländlichen Raum abgegeben. Allein das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wird in den nächsten 3 Jahren 1 Milliarde Euro investieren, um die Potenziale in ländlichen Räumen zur Entfaltung zu bringen. Wir werden noch stärker in Verkehrsinfrastruktur, in Breitbandausstattung investieren. Und ich glaube, dass da gerade viele Betriebe auch im Handwerk auch Zukunftsperspektiven im ländlichen Raum haben. Und deswegen kann man einen nur ermuntern, auch dort zu investieren, dort auch eine selbstständige Tätigkeit aufzunehmen. 1 Milliarde Euro in 3 Jahren stehen zur umfangreichen Förderung des ländlichen Raumes in Rheinland-Pfalz zur Verfügung. Eine Maßnahme, von der auch die Auszubildenden hier in den Lehrwerkstätten und ihre Betriebe profitieren werden. Denn es gibt auch hier Auszubildende, die aus eher kleineren Betrieben in ländlich geprägten Regionen stammen. Ja, ist sehr praktisch, da ich dann mit dem Fahrrad hinfahren kann, 3 Minuten. Und ja, so auf dem Land Schreinerbetriebe, ich finde, das muss sein. Das ist halt Tradition und finde ich gut. Ja, für mich ist das perfekt, dass er um die Ecke ist, weil es nicht weit und einfach gut. Sympathische Gesichter junger Handwerker, die mit ihren Berufsplänen vielleicht selbst einmal ein Unternehmen gründen oder ein bestehendes übernehmen werden. Und wer weiß, ob dann der ländliche Bereich nicht noch attraktiver ist und den Jungmeistern ideale Voraussetzungen bieten wird, selbst auszubilden und Mitarbeiter zu beschäftigen. Die Vorzeichen stehen jedenfalls nicht schlecht.